Ja, jetzt fange ich an. Fange ich jetzt an? Jetzt fangen wir an. Ich würde mal sagen, man macht dort mal an Moderation, oder? Okay, Also ich drücke jetzt auf den Aufnahmeknopf. Drück. Okay. Halli, hallo und Hallöchen und damit herzlich willkommen zum neuen Aufnahme vom. Zum neuen Aufnahme? Zum neuen Aufnahme Wobei von ETS 3 her. Von ETS her. Ja, genau. Du kannst fahren. Ich würde mal sagen, wir befinden uns immer noch auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Kurz nach Barcelona. Kurz nach Barcelona und der lässt mich natürlich raus, Boah, so lieb wie und er das ist. Auf der Autobahn. Oh, so ich mein, lieb. Da darf man echt gar nicht stehen. Weil ich habe genau, in der Fahrschule gelernt. Und wir sind immer noch auf dem Weg nach Bilbao. Wir fahren jetzt da gegen den Baumberg. Den Baumberg. Nee, aber ich habe in der Fahrschule gelernt, wobei das in den ersten 10 Minuten raus, erste Minute raus, sonst glaube ich ein bisschen blöd, aber ist egal. Hab mal gehört in der Fahrschule. Kann sein, wieder, so ein Führerschein voll zu Unrecht. Also ist auch schon ein paar Jährchen her, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass du den Standstreifen im Notfall auch dazu benutzen kannst, wenn du merkst, du bist schwummerig und so ein Mist und du möchtest genau. mal zu dem Zweck mal ganz, also jetzt nicht eine Pause machen im Sinne von, ja, pinkeln, eine rauchen, sondern wenn du wirklich, wenn es dir nicht gut geht und du. Ist besser, merkst, als wenn du einen Unfall baust. Das stimmt. Ist sowas ja da. Zum Beispiel. Oder halt, wenn du wirklich eine Panne hast. Ich glaube, wir fahren. Wow. Ah, eine Baustelle Voll wahrscheinlich. In die Eisen getreten. Möchtest du vielleicht auf die linke Spur wechseln? Ja, aber da kommen immer so viele Autos. Ja, und da hinten, mal. Da regnen die Autos. Fahr. Siehst du das? Nee, sehe ich nicht. Lässt er mich auch rein? Boah, sind die nett. Dankeschön. Die sind so lieb. Lass mal die volle LKW rein. Nein. Was ein Assi. Nein. Aber es ist schön hier. Achtung, let ob sie dreimal. Doch alles gut. Ich hoffe mal, die Oliven sind in so einem großen Tank drin. Und nicht so in Einzelgläsern. Wenn nicht, dann ist es mir egal. Die können vergammeln. Ich bin kein Oliven. Wie geht die mit Essen um? Ich bin kein Olivenfreund. Und der sehr Tunnel. Ich mag keine Oliven. Oh, and we have to turn on the Licht. Oh, Licht also ist aber nicht richtig so ein geil Olivenfreund. Heute. Ich bin auch kein Lakritzfreund. Es tut mir leid für alle, die um mal das Thema am Ende der letzten Folge aufzunehmen. Wobei... Es darfst du heute auch gar nicht mehr sagen, dass du gegen der Kritze bist, weil dann bist du ja wieder politisch, das geht gar nicht. So. Du darfst halt auch gar nicht mehr gegen irgendwas sein. Ach so. Weil sonst sind ich bin nur alle... kein Fan davon. Boah, hast du was gegen Lakritze? Hast du was gegen Leute? Boah, aber hier, das ist doch geil. Nein, ich habe nichts gegen Leute, die Lakritze essen. Ich mag nur einfach keine Lakritze. Sonst hätte ich auch einfach was gegen den Josh. Und ich habe ja nichts gegen den Josh, weil hätte ich ihn sonst lieb. Also nichts, was hilft. Nicht. Hey Josh, hast du was gegen Badener? Nee, nix, was hilft. Kennst du das nicht mit sämtlicher Bevölkerungsgruppe? Das macht man nicht. Ich finde das trotzdem witzig. Ich nicht. Nee, ich finde diesen Oh, der macht ein Foto. So diesen Krieg zwischen Baden-Württemberg und so ein Mist. Den verstehe ich auch nicht, einfach weil ich nicht von hier komme. Ne? Hui. Oh, look, da ist der Kreisverkehr. Wusstest du, dass du als LKW darfst du den Mittelstreifen mitbenutzen? Fahrschulwissen? Ja. To go. Ja, es to gibt drive. Auch in Dänemark gibt's Kreise, wo in der Mitte so eine Straße durchgeht für LKWs und Krankenwagen. Das ist so geil. Oder auf Tettau zum Beispiel. Nee, aber diesen inneren Streifen, egal ob der jetzt mit dem Strich abmarkiert ist oder mit so einer kleinen Erhöhung, mit so einem Bordstein oder mit was anderem. Oh, das ist schon Spanien. Mega, gell? Das ist Spanien. So kenne ich Spanien. Das ist nur für die Benutzung von Fahrzeugen, die es wirklich nötig haben. Das heißt, als Auto, wenn du es eilig hast, solltest du tun, nicht diese Streifen nicht benutzen. Also die sind dafür nicht ausgelegt und auch nicht gedacht. Also ausgelegt schon, das da kannst du trotzdem drüber fahren, aber es ist halt laut Ding nicht vorgesehen. So. Und jetzt muss ich noch einmal meinen Paragraphen einbringen, den ich weiß. Straßenverkehrsordnung, Paragraph 20. Man muss dem Bus die Ausfahrt aus der Haltestelle ermöglichen. Notfalls ist dafür auch anzuhalten. Das weißt du, weil darin Bus vorkommt. Nee, es du lernst solche weiß Sachen ich, weil eher, ich, wenn du damit sympathisierst. Ja. Und weil man es in die Kommentare geschrieben hat. Und zwar, du darfst als Busfahrer, wenn du links geblinkt hast, also Haltestelle, hast Fahrgastwechsel gemacht, machst die Tür zu, blinkst links, möchtest losfahren. Und da kommt dann noch einer angerannt, den darfst du nicht reinlassen. Ja, weil du schon links geblinkt hast. Weil du links geblinkt hast und dadurch laut eben diesen Paragraphen den Straßenverkehr aufhalten würdest. Richtig. Ja, gut. Wenn es ja keiner ist, dann weiß ich nicht. Oder ich bin einfach nochmal rechts und dann lasse ich den rein. Ja, weiß, darf ich nicht. Aber ich finde das irgendwie immer assi. Uns hat der Bahnfahrer doch auch noch reingelassen. Gut, der hat auch nicht links geblinkt, aber... Nö, aber eine Bahn muss auch nicht links blinken. Boah, guck mal. Ja, das ist einfach guck so mal.
Weil eine Straßenbahn, die nach BO Strapp fährt, vielleicht schon. Die blinken ja auch. Die Straßenbahn haben auch Blinker. Betriebsortung Straßenbahn oder so ein Mist. Also ich habe nur gehört, dass Tunnelprojekt heißt scheinbar U-Strap. Ja, ja, das ist eine U-Strap, U-Straßenbahn, weil es ist ja keine U-Bahn. Ich weiß nicht, aber das hört sich für mich so doppeldeutig an, so U-Strap. U-Strap. Ja. Ja gut, das ist jetzt kein sehr gebräuchlicher Name. Ich finde ihn auch seltsam, aber es hat halt echt Sinn. Wenn du jetzt durch Karlsruhe fährst, das ist echt ätzend. Vor allem, du hältst alle Milchkannen und dann musst du hier auf den Straßenverkehr warten. Überleg dir mal, wie schnell das dann ist, vom Europaplatz und zum Hauptbahnhof zu kommen. Andorra. Genau. Jo, alles passt. Gut. Läuft. Nee, aber das ist, glaube ich, da werden wir wieder zwei Millionen vergraben, aber ich glaube echt, dass das, ja, im wahrsten Sinne des Wortes vergraben, aber was man immer, finde ich, viel zu selten bedenkt bei so großen Projekten, da heißt es ja immer, ja, da wohnen so und so viele Millionen Euro, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, es ist gut und wichtig für die Wirtschaft, Leute, die egal wie beteiligt sind, da dürfte so zum Beispiel, ich glaube, der hat es einfach ausgelegt, weiß ich nicht, aber das dürftest du zum Beispiel. Ich habe es geschafft, also war dafür aus. Sämtliche beteiligten Leute an dem Projekt, seien es jetzt Bauunternehmer, seien es die, Alter, ist auch geil, alle Leute, die daran beteiligt sind, dass dadurch eben Arbeitsplätze geschaffen werden und die auch beschäftigt werden, die Leute. Schick. Ich glaube, das ist ein Stoppschild. Ach, das ist die Grenze zu Andorra. Cool. Kann ich da mal. Fahr mal ein bisschen weiter. Schick. Fahr mal wieder raus. Der Josh kann das, du kannst das dann auch. Du erbst das quasi von mir. Schick. Guck mal, ob wir daraus was machen können. Nee, auf jeden Fall, die Leute werden ja trotzdem auch die Leute beschäftigt. Und das ist ja eigentlich auch was gut für die Wirtschaft ist. Nee, wirklich. Da fließt ja wieder Geld. Also Geld. Oh, ist das schön. Möchtest du kurz durch das Kaff durchfahren? Nein, doch, die Berge sind ich so. Aber. nee, Quatsch. Klar, es werden immer Leute beschäftigt. Und wenn man überlegt, wie viel Chaos und wie viele Unfälle mit Krankenwagen da immer wegen irgendwelchen Autos und Straßenbahnen, gerade in der, oder Fußgänger und Straßenbahnen da in der Gegend auch, ist, wo der Tunnel genau, aber auch generell wirklich diese Beschäftigung. Geld verliert an Wert, wenn es stagniert. So. Für eine gesunde, gut, also hier am besten dann links einmal kurz durch das Kaff durch. Für eine gute Wirtschaft ist es wichtig, dass das Geld in Bewegung ist. Und das ist es, wenn es an die Arbeitnehmer bezahlt wird, die kaufen dann wieder was, dann fließt es wieder steuermäßig zurück. Geld ist in der Bewegung gut. Das heißt, ich sehe das klar. Das Land hat nicht immer wirklich die Möglichkeiten. Nee, aber heutzutage bei der Inflation bauen sich Schulden schneller ab, als dass du Zinsen kriegst. Eben. Es ist echt so. Und deswegen lohnt es sich theoretisch, jetzt einen Kredit aufzunehmen. Ja, wenn du Geld bräuchtest. Wenn man Geld bräuchte. Wenn. Nee, aber das ist halt, also das ist immer so, dieser Teil der Berichterstattung, der mir immer ein bisschen fehlt. So, das Land muss jetzt hier so viel Geld dafür zahlen und Schulden machen. Du hast überall nur die Hälfte der Berichterstattung. Zum Beispiel, wenn es um PISA-Studien geht, wo es heißt, ja, wir haben so schlecht abgeschnitten. Hey, wenn du es im Vergleich zu vor 4 Jahren siehst, dann haben wir uns immer noch gebessert. Gut, aber manchmal ist auch einfach in die andere Richtung wenig Spielraum, aber... Ja gut, aber ich glaube, bei der 2003er waren wir zum Beispiel nicht ganz so gut wie 2009. Und 2015 war das, glaube ich, wo wir jetzt wieder nicht mehr ganz so gut waren wie 2009, aber immer noch besser als 2003. Und das deutlich. Und es heißt, oh mein Gott, so schlecht abgeschnitten bei der... Oh nein, und das geht ja mal gar nicht und... Es wird immer nur die Seite der Medaille gezeigt, die... Ja, gut. Die uns gerade in den Kram passt. Medium gutes Beispiel. Ja, aber es werden immer nur Dinge in... Würdest du aber auch so machen. Wenn du das Thema bekommst für einen Bericht und du möchtest gerne das und das transportieren. Klar, dann zeige ich vermehrt die Seite. Exakt. Schon. Aber es wird meistens viel negativer darüber berichtet, als dass es eigentlich ist. Es wird viel heißer gekocht, als es gegessen wird. Ich habe den Husten. Ja, aber... ja, die kochen auch alles viel heißer, nein, als es wirklich ist. Berichterstattung darüber. Ach, möchtest du dich da auch gerne beklagen, dass zu negativ darüber berichtet wird? Nein, es wird manchmal sogar noch zu positiv darüber berichtet. Ja. Hast du einen positiven Bericht in der letzten Zeit gesehen? In der letzten Zeit, weil das eine Zeitung ist.
Nein, wir lesen die Zeit nicht. Am Anfang wurde die Partei echt viel zu gut behandelt. Am Anfang hat sie aber auch nicht viel Schlimmes gemacht. Das habe ich gestern bei einem genialen E-Mail-Provider gelesen. Die haben immer so Clickbait-Nachrichten. Am Anfang war das ja eher so eine, war das eine, wie war das? Wir steigen aus der EU aus und führen unsere eigene Währung ein. Am Anfang weniger. Am Anfang war das ein, glaube ich, kann es auch, ist egal. War das eine, boah, mir fehlt jetzt der Begriff dazu. Eine Alternativpartei? Nee. Irgendwas bla 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 konservativ. Und jetzt sind sie halt irgendwie so nationalistisch konservativ geworden. Früher war das doch gar nicht so extrem. Kommt ich finde es lustig, Zeit. Dass der weiße Streifen immer weiter nach vorne rückt, der breite. Der läuft weg. Das ist ein Phänomen, was in der Grafik-Engine halt so vorkommt. Kann ich auch nichts machen. Da. Nennt sich da. Übrigens, das, womit man das behebt, das ist die Anisotropenfilterung. Und zwar behebt die eben dieses Phänomen, dass in der Ferne Sachen anders dargestellt werden als vorne. Also gerade verschwommene Texturen vorne, die was sich zum Beispiel auch wieder zu unserem Darstellungsthema passt. Ja, das ist die Anisotropenfilterung und das Anti-Aliasing, für die sich gefragt haben, für was zum Beispiel diese Regler in irgendwelchen Grafikeinstellungen sind. Das Anti-Aliasing ist die Kantengleichung, die unter anderem dafür sorgt, dass zum Beispiel da oben links dieses, also die Masten, dass die nur so leicht flimmern und nicht ganz arg. Wenn du das zum Beispiel ausgeschaltet hättest, dann würdest du durch die Gegend flimmern, so Kanten flimmern. Kennt ihr ganz langsam. Links, musst du gucken, Navi. Ich roll einfach zurück. Lass mich mal rollen. Nee, du rollst nicht. Ich habe auch keine Bremse drin. Wenn du rollen würdest, würdest du rollen. Passt. So. Toulouse? Im Walde von Toulouse. War da nicht vorher schon mal? Ja, guck eben. Mal, dann Tal runter. Boah, ich möchte mal. Bleibst du mal da kurz stehen? Ja, aber bitte nicht im Gegenverkehr. Uah, falsch. Oh, da fahren wir runter. Mega. Gut, da fahren wir hin. Warte, jetzt kannst du gleich. Ich habe doch schon geguckt. Nein, aber das könnten wir thumbnail-trächtig machen. Nee, da haben wir vorher schon was anderes gehabt. Nee, jetzt guck mal. Ich habe mal das dunkle Seite vom LKW nie gut, immer helle Seite vom LKW. The dark side of the. Ja, wobei der sehr dunkel ist. Also mit seinen knalligen Farben ist er schon sehr dunkel. Ich glaube, für die Strecke habe ich den falschen LKW ausgesucht. Wieso? Weil er sehr schwach ist. Und alles, was du bergunter fährst, fährst du meistens auch mal wieder berghoch. Ich finde auch die Aufteilung super, dass du jetzt fährst. War das gerade negativ? Nö. Ach, die Kämpfer jetzt auch da lang fahren kann, guck mal. Ja, aber ob das verbunden ist, ist die Frage. Ja, das ist da oben verbunden. Ja, aber warum? Ich meine, wir fahren doch jetzt voll nach unten. Und der andere Weg bleibt da oben. Wie wollen die denn? Der trifft sich. Ja, das ist so ein Polizeitest für Betrunkenheit oder sowas. Während du die Augen zu hast, musst du so. Weil ich ehrlich gesagt auch. Huiuiui. Olivenmus. Nein, boah, wir machen Olivenmus. Denen geht's voll gut da hinten. Die machen Party. Wir könnten unseren griechischen Flammkuchen aufwerten mit Oliven, für die diese mögen. Oh. Also für niemanden. Und ja, wir haben griechischen Flammkuchen gemacht. Ja. Ja. Nicht vergessen. Ich war mal so frei und wollte dir etwas blickmäßig. Vielen Dank, das ist sehr freundlich von dir. So, da oben vom Berg kommt jetzt die Straße runter. Aber die wie denn? Hat die es auch so da oben dermaßen? Von Andorra. Okay, guck mal, die hat tatsächlich auch sehr viel. Die hatte auch Serpentinen und Steigungen. Die hatte Serpentin. Serpentin. Pentin ist bestimmt auch irgendwie so ein. Naja, Pentan, Alkan. Pentin, Pentin, Alkin, wenn dann. Chemie vierstündig, hey. Alkane. Alkine, mit Alkine. An auf. Ja, aber was haben die denn? Das sind die ganz normalen. Ethen zum Beispiel ist ein Geruchsstoff. Ja, das ist aber egal, für was das ist. Wie ist das chemisch aufgebaut? Die eine Einfachbindung plöppt zu einer Doppelbindung. Genau, dann ist es ein Alkin. Genau, da ist ein Alkin. Und wenn Alkin das dann nochmal. Genau. Wie war das mit Ol hinten? Das ist immer, wenn es eine OH-Bindung hat. Wie Ethanol. Methanol, Ethanol. Ja, wobei Methanol das böse Ethanol ist. Und es gibt nicht Ethenol. Es gibt nur Ethanol. Ja, weil du kannst nämlich, wenn du eine OH-Bindung hast, dann kannst funktioniert du das theoretisch auch gar nicht anders. Ui. Cool, der hat da angeliefert. Oh. Müssen wir nur gucken. AX Dems. Also jetzt haben wir keine Vorfahrt mehr.
Nicht vergessen. Der Präsident? Nein. Nicht vergessen, auf jeden Fall. Ich muss nur gucken, haben wir denn irgendwo eine Schlafmöglichkeit? Gar nicht, gell? Ich bin müde. Nö, aber es ist nachts. Ich zeige Karten gerne bei Tag. Oh, Centreville. Jetzt bist du irgendwo gegengefahren. Nein. Also nichts für was, das jetzt so extrem festbacken müsste. Naja, das passt schon. Nee, 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 nicht, jetzt nicht nach rechts. Genau deswegen. Ja, gut. Mach mal so. Fahr mal rückwärts. Das geht nicht, hinter uns steht was. Fahr mal rückwärts. So. Und jetzt fahr mal so. Und jetzt rum, jetzt rum, jetzt rum, jetzt rum. Uiuiui. Ui, ui. Ich würde sagen, um das Problem kümmern wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi.